kämpft doch 100 pro einer das Auto ab. Ah, ja, jetzt bist du halt gefangen. Ja, hallo meine Freunde. Jahid und ich sind hier nach langer Zeit in diesem Raid mal wieder auf Woods unterwegs, um tatsächlich auch mal wieder ein bisschen auf Distanz zu kämpfen, auch wenn mir das wirklich so gar nicht liegt. Und es fällt mir natürlich dementsprechend schwer, wenn man sonst die meiste Zeit mit SMGs unterwegs ist. Trotzdem ist dabei ein echt spannender Raid draus geworden, bei dem man das Ende echt nicht erahnen konnte. Und ich will an dieser Stelle auch gar nicht erst anfangen zu spoilern. Das war's mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, wenn wir hier spawnen, kann aber da vorne keiner spawnen. Oh, ich bei dem Spiel... Ja, okay, gut. Weiß ich auch wieder nicht. Recht. Auch wieder recht. Ganz schön ruhig. Ja. Ich hab vor mir was gehört. Ich hab auch gedacht, ey, ich hätte rechts von mir was gehört, aber... Arsch, was flippst du das? Weiß ich nicht. Mach mal leise, wenn du kannst. War nix. War Einbildung. Oder ich bin gleich tot. Ich bin mittendrin. Ja, bin auf den Steinen an der Seite. Seh dich. Holzdingsi ist soweit clear. Dass hier vorne einer am Sniper-Overlook liegt. Ja, auf jeden Fall schießt hier jemand im Village vor uns. Hm. Sniper ist clear. Ich gucke wegen dem Left Spot. Ich sehe jemanden. Warte. Keine Ahnung, ob der tot ist, weggelaufen ist. Ohne ist einer. Äußerst. Er schießt auf jemanden. Wo ist der? Ja, der hat ins, ins rechte, in den rechten Compound geschossen, hat er. Links von mir ist was. Oder? Ne. Check den rechten Compound ab, also darauf hat er geschossen. Ja, da schießt noch was. Aber der hat schräg da reingeschossen. Ich geh mal näher ran. Ja, ja, als ob die hinter... Da, warte, da ist er. Haben wir einen Spieler tot? Good shit. Der wollte was looten. Selbe ah, Schüsse wird, weiterhin. Ja, ja. Okay. Ich gehe über deine Seite mit, sonst bin ich ein bisschen zu offen. Ich sehe dich. Oh, ich bin fast tot, bin tot.
Keine Ahnung, wo der saß. Ich habe mich gerade weggedreht. Kann sein, dass er oben im Fenster lag? Im oberen Fenster? Weiß ich nicht. Gestomacht. Ich sag dir gleich, was für ein Mond das war. 9x19 AP. Ja. Mich gerade überall erwischt. Also auch in die Beine, der muss fast von oben geschossen haben. Ich bin mir fast sicher, dass der oben in diesem kleinen Fenster im Giebel sitzt. Hm. Ah, ich geh mal hin. Hi, Captain Lado. Da kommt er gleich. Er ist weggerannt. Nach hinten. Nichts gehört. Jetzt wird er ungeduldig. Nee, warte mal. Ich sehe ihn nicht. Nee. Na, warte, komm. Alter, ich war doch beim ersten Schuss drauf, oder was? Achso, ich wollte gerade sagen, schau mal nach, wie er heißt, aber egal. Ich glaube, der ist aber immer noch mit wem anders da zugange. Halt mal. Guck mal da, hast du es gesehen? Nee, hab ich nicht. Ah ja, da hinten ist gerade einer mit Rucksack lang gestript. Ja, dann chill. Einfach abwarten. Hä? Da. Aber woher weiß er das? Und warum schießt er? Dachte erst, dass der Schuss ein Abpraller war. Irgendwie, da war er auch irgendwie. Da war er wieder ganz hinten. Da, jetzt rennt er nach. Er rennt nach links. Scheiße, muss sein. Ich glaube, der geht außen rum. Bleib hier aber nicht sitzen, glaube ich. Das ist mir zu doof, wenn der. Hier in die Ditch, rechts von dir kannst du. Achso. Das ist eine scheiß Situation jetzt hier. Hast du es gehört? Weiß es nicht. Ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Hören.
Wo ist er hin? Shit. Das war ein Goon? Oder ein Typ mit einer Goon-Maske. Na ja. Ah, gut, du hast recht. Okay, ich renne aber hin, weg zu verlieren, außer mein Leben. Timberwolf. Timberwee? Wer hat dich getötet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Timberwolf Beta. Ich will zum einen das Dings wegschmeißen hier. Ich weiß es jetzt nicht so sicher, aber. Ja, trotzdem die nehmen eben. So, dann gucken wir. Aber dann hat er einen Rucksack, einen großen. Den Takedown. Der hat sein Zeug abgelegt und wollte alles von beiden einsammeln. Ja, könnte ich auch wetten. Ich weiß ja, wo er es abgelegt hat. Grob zumindest. Nee. Auf welches Haus hat denn der geschossen? Nicht auf deins, oder? Nee, nee. Das Gegenüber. Ich glaube, hier ist einer bei mir im Haus. Okay. Oder gegenüber. War Holz. Das. Das oben auf dem Hügel, wo du warst. Von links aus müsstest du ihn sehen. Ja. Aber ich fange von der Tiefe auf die Höhe nicht an zu kämpfen. Der da unten. Wieder nix. Er bewegt sich aber aus seinem Haus nicht raus, ne? Könnt doch die einfach ihr Ding hier weiter durchziehen lassen und haue selber ab im Auto. Ja. Kämpft doch 100 pro einer das Auto ab. Ah, ja, jetzt bist du halt gefangen.
echt sitzen bleibt, bis eine Nate fliegt? Ja. Ja gut, du hast keine Wahl. Alter, was wollten die jetzt von mir? Das waren nochmal zwei, die auch gar nicht dazugehört haben, Alter. Lol, ey. Scheiße. Alles Spieler. Glück gehabt, Alter. Tarkov war auf meiner Seite, sag ich dir, wie es ist. Und nicht anders. Ich habe auch gedacht, okay, wenn ich jetzt aber nach links weglaufe, also natürlich wäre es auch eine Option gewesen, aber ich wusste halt nicht genau, von wo er Vision hat. Und dachte mir, okay, pass auf, hier habe ich aber so ein kleines Schutzschild, wo er selber auch rankommen muss.